Lab Pet und Lab Guy. Salat aus gehackter Ente und gehacktem Huhn. Yam Plamuk. Das ist ein Salat mit mariniertem Kalmar. Yam Wun Sen. Der berühmte Glasnudelsalat mit Schweinehack und mit Garnelen. Und Yam Nya. Da kommt jetzt Rindfleisch ins Spiel. Immer noch ein Salat. Ja, also das ist jetzt keine deutsche Regionalküche. Da fahren wir jetzt ganz weit weg. Und es wird sehr spannend. Kommen Sie mit. Come on, come on, good food. Wir sind zwar in unserer eigenen Küche, aber ganz weit weggefahren, nämlich nach Thailand. Und die thailändische Küche, die gilt als die interessanteste, frischeste, vielseitigste, genau. Also man kann sich mit den Steigerungsformen überhaupt gar nicht übertreffen. Und sie besteht immer als Mahlzeit aus vielen verschiedenen Komponenten. Man isst sich nicht an einer Sache satt, sondern an vielen verschiedenen. Also es gehören mindestens so viele Gerichte auf den Tisch wie Personen und ein Gericht dazu. Also zu zweit brauchen Sie 3, zu viert brauchen Sie 5 und so weiter. Und immer muss ein Salat dabei sein. Und ein thailändischer Salat besteht nicht wie bei uns einfach nur aus Blättern mit einer interessanten Salatsauce, sondern es gehört immer eine Zutat dazu, die dem Salat den Namen gibt. Das kann ein Fleisch sein, das kann ein Fisch sein, das kann eine Meeresfrucht sein. Die Würze ist eigentlich das Wichtigste dabei. Die Würze, die Zutaten dazu gibt es entweder im Supermarkt, der gut sortiert ist, oder wenn Sie Glück haben und einen Asienladen in der Nähe, dann gehen Sie dorthin. Damit es authentisch thailändisch schmeckt, da kommt es einfach auf die Mischung an. Und grundsätzlich gibt es da zwei Basismischungen. Das eine ist Chili, Ingwer, Knoblauch, ergänzt durch Frühlingszwiebel und Schalotte eventuell. Und das andere sind die Kräuter. Das ist Thai-Basilikum, grüner Koriander und Zitronengras, ergänzt vielleicht durch Dill und Minze. Sie sehen mich hier schon mal Fleisch schneiden. Und zwar ist es die Haut von einer Entenbrust. Und dieser Salat besteht immer aus einer gehackten Hauptzutat. Also Hühnerbrust fein gehackt, Entenbrust fein gehackt. Damit ich sie, meine Entenbrust, im Ganzen schön braten kann, habe ich die Haut fein gewürfelt. Die schmeckt nämlich nachher kross gebraten besonders gut obendrauf. Und lasse diese Hautwürfel erstmal knusprig aus. Dabei gewinne ich das Fett, indem ich die Entenbrust auch braten kann. So, und wenn das fein gehackt ist, dann gebe ich das in ein Schüsselchen. Und das wird dann mit Speisestärke. Das kriegst du gerade von mir. Danke. So ein flacher Teelöffel reicht da vollkommen. Und gibst du mir auch einen Schuss Sesamöl? Sesamöl. Dieses Öl vermischt sich dann nachher mit der Stärke. Und ich habe hier jetzt diese Entenkruspeln schon so weit ausgebraten, dass genügend Fett in der Pfanne ist, dass ich meine Entenbrust schön anbraten kann. Die wird jetzt auf beiden Seiten kräftig angebraten und dann lassen wir sie ganz zart nachziehen. In der Zwischenzeit kann ich die Soße vorbereiten. Die Sachen brauchen nur grob zerteilt werden, nicht fein zerschnitten. Und dann kann ich mich in der Zwischenzeit auch mit meiner Salatmarinade beschäftigen, die im Prinzip ganz ähnlich ist wie das, was der Moritz macht. Hast du Zitronengras? Das brauchst du auch, ne? Ja. Ich gebe dir das grob geschnitten, ja, und nehme für mich ganz fein. Bitte sehr. Pass auf, hier rein. Also wir brauchen dieses Zitronengras. Das ist der authentische Geschmack und der ist immer wichtig. Und ich schneide es, weil ich meine Marinade von Hand zusammenrühre, ganz, ganz fein, in haarfeine Streifchen. Ich habe jetzt ein Ingwer geschält. Das sollte ungefähr genauso viel sein wie Knoblauch. So, und das wird jetzt hier reingeschnitten, auch wieder nur grob zerteilt. Und noch ein bisschen grüne Chilischote, die kann man entkernen oder nicht. Kann jeder machen, wie er will. Mit Kern ist es natürlich viel schärfer. Und dazu nehme ich Limettensaft. So, und dann das Allerwichtigste ist, wir haben Schärfe hier dran, also brauche ich auch Zucker.
Etwas Zucker mildert die Schärfe, setzt die Schärfe ins Gleichgewicht. Hast du mal einen Zucker, bitte? Ja. Ich habe nämlich jetzt ganz nasse Hände. Kann über Und Sie werden staunen, wie viel. Also Sie nehmen 2 Löffel ganz normale Haushaltszucker. Nun kommen hier auch die Kräuter hinzu, also das Thai-Basilikum. Und wir sagen zu diesem Thai-Basilikum, weil es eigentlich das Wichtigste ist, das sogenannte Horapha. Und ich verzichte wegen der Minze, was zum Hühnchen besonders gut schmeckt, jetzt auf den Koriander. Und schließlich kommt die Hauptflüssigkeit dazu. Das ist Fischsoße. Sie ist ein wunderbares Allheilmittel, wenn einem etwas ein bisschen fad vorkommt. Ich habe inzwischen die gleichen Zutaten, aber von Hand zerkleinert. Das mag vielleicht ein bisschen feiner sein, aber im Prinzip ist es genau der gleiche Geschmack. Nun, ich kann jetzt ein Sieb holen und dieses Sieb kommt jetzt hier rein und dort hinein gebe ich diese Hühnerbrust. Und die wird jetzt ganz kurz hier drin gegart. Das muss man jetzt ein bisschen auflockern. Und ich kann nämlich hier meine Entenbrust, die fühlt sich schon mal sehr gut an und die Kruspeln sind auch schon fertig. Und dieses ist jetzt überhaupt auch schon fertig. Das geht ja in Windeseile, weil die Stückchen so klein sind. Ja, und die Entenbrust ist noch nicht fertig, weil die gehört jetzt noch mal auf ein Stück Alufolie in den Backofen bei ungefähr 100 Grad. Lassen wir die noch mal nachziehen, damit sie innen rosa, aber durch und durch gar ist natürlich. Und die Kruspeln, die jetzt sehr knusprig sind, die gieße ich durch ein Sieb. Und die Kruspeln streuen wir uns nachher über unseren Salat. So, und ich sorge jetzt schon mal für die Unterlage von meinem Gericht. Und zwar brauche ich dazu schöne Salatblätter. Ah, da kannst du mir natürlich auch gleich das Bett machen. Wir okay. In jedem Fall kommen in diesen Thai-Salaten viele Kräuter vor. Machst du zuerst das eine und dann das andere. Ja. Kräuter und Salatblätter. Und die sind Bestandteil des Essens. Und das zeigst du nachher, wie das geht. Genau. So, ich habe jetzt meine Salatsoße von Hand geschnitten. Es kommt natürlich auch hier der Zucker ran. Ich habe mit Fischsoße aufgefüllt und habe Limettensaft noch nicht dran. Der gehört auch dran. Die gerösteten Chilis, die macht man aus den getrockneten Chilis. Die Stiele werden entfernt und möglichst nimmt man auch die Kerne raus. Dafür bricht man sie so auseinander und ruckelt die Kerne einfach raus, sodass große Stücke übrig bleiben. Ja, aber sonst wird es ja doch ein bisschen zu scharf. So, und dann brauchen wir eine trockene Pfanne. Die hast du mir schon heiß gemacht. Und da geben wir ein kleines bisschen Sesamöl, aber dann lieber noch ein neutrales Öl. Ich nehme ja immer Erdnussöl. Das ist geschmacksneutral, lässt sich gut erhitzen und ist für die asiatische Küche bestens geeignet. Wenn Chilis mit Hitze in Berührung kommen und so scharf gebraten werden, dann steigen die ätherischen Öle hoch und legen sich auf, also dann hustet man auf die Schleimhäute und überall. Dann können auch die Tränen kommen. Und zu meinen Hühnerbröckelchen hier kommt etwas von dieser Soße und es wird dann umgewendet. Und dann gebe ich das Ganze hier auf das Salatbett. Und drumherum werden nun viele Kräuter noch gestreut oder sogar ganze Büsche einfach hingelegt. Also zum Beispiel Koriander, jetzt doch noch dazu, den Dill. Und da kann man sich dann bedienen. Jeder nimmt das, was er gerne mag. Ich bin inzwischen schon mit meiner Entenbrust beschäftigt. Die ist absolut perfekt gegart, rosa innen, saftig. Und die wird jetzt ganz fein gewürfelt. Zuerst in Scheiben, die Scheiben in Streifen und dann quer gehackt. Und während dieses Hackens werden nun diese ganzen Würzzutaten, von denen ich ja einen Teil in meine Soße getan habe, die werden jetzt dann noch eingearbeitet. Und wenn du so lieb bist und schon fertig bist und mir 2 Frühlingszwiebeln putzt, dass ich die auch noch einarbeiten kann, dann wäre ich dir sehr dankbar. Und ich bräuchte auch noch vielleicht 2, 3 schöne Herzblätter
vom Chinakohl. Die würde ich auch gerne einarbeiten. Na, du willst ja gar nicht viel. Ja. So, da kriegst du. Also erstmal längs in feine Streifen. Dann kommen wir quer. Hier habe ich schon fein gehackt die Würzzutaten: Ingwer, Knoblauch, Chili und vor allen Dingen Zitronengras. So, das willst du haben? Ja. Und Frühlingszwiebeln. Und wenn das soweit vorbereitet ist, dann können wir nämlich die ganzen anderen Zutaten sozusagen obendrauf verteilen. So, hier. Ja, gib mal her. So, und das wird jetzt alles miteinander gehackt. Und du bist so lieb und gibst mir hinzu. Kriegst du auch noch? Den Saft von dieser restlichen Limette. Bisschen Fischsoße. So, dieses ist jetzt schon fertig. Und jetzt werde ich ein zweites Bett machen für Martinas Lapet. Das ist das Verschwenderische an der thailändischen Küche. Die vielen, vielen Kräuter. Perfekt. Wenn du sie bitte abzupfst und mir einfach lose drauf verteilst. Da bin ich ja gerade dabei. Ja. Dann kommt in die Mitte wieder der Salat, so wie du das auch angerichtet hast. Und ich gebe zuvor noch ein bisschen was, damit die Salatblätter auch was abhaben von dieser wunderbaren Soße. Und so, was der Salat, die Salatblätter nicht aufnehmen, das kriegt noch meine Entenbrust dazu. Und jetzt komme ich und häufe das in die Mitte. So. Schon mal sehr gut, oder? Kriege ich sofort Hunger. Und oben auf kommen erstmal unsere Entenkruspel, die ganz zum Schluss erst drüber streuen, denn die weichen sonst auf und das wäre schade. Und dann gibt es noch eine ganz typische Zutat für diese gehackten Salate, für diese Lab, nämlich Reisgrieß. Das kommt jetzt hier oben drüber und diese Reisgrießkörner, die geben dem Salat noch den typischen Biss. Das knackt, wenn man da drauf beißt und es macht dann auch wieder einen Kontrast. Das ist für die Thailänder ganz, ganz wichtig. Es muss was Knuspriges sein, es muss was Weiches sein, es muss was Knackiges sein, wie der Salat, und es muss etwas Körniges sein, wie diese Reisgrieß. Und dazu natürlich Reis und außerdem dürfen wir nicht vergessen die gerösteten Chilis. Die kann man übrigens über beide Salate machen, aber auf jeden Fall gehört es zum Huhn. Und hier meine Soße, die muss man dazustellen. Damit kann man sich das noch verstärken. Ja, ich finde es nämlich nicht so schön, wenn das alles über dem Salat ist. Genau. Ich nehme die Blätter lieber trocken, häufe mir das Fleisch rein und dann tue ich die Soße drauf. Soll ich dir mal zeigen, wie du das gemeint hast? Also, man nimmt so ein Salatblatt und dann gibt man ein bisschen von dem Fleisch drauf. Und vielleicht auch ein oder zwei Kräuterblätter. Und dann ein bisschen von der Marinade. Ruhig auch auf den Salat und aufs Fleisch. Und dann können wir das nämlich mit der Hand essen. Dann brauchen wir überhaupt keinen Teller. Super, super. Ja, genau so. Und für dich habe ich dazu einen Riesling. Der ist jetzt trocken, weil du es so trocken magst. Der muss aber nicht unbedingt trocken sein. Es kann auch ein Riesling sein, der ein bisschen Restsüße hat. Es passt auch sehr gut, ein Muscatella oder vor allem Traminer. Mein Gott, das schmeckt einfach köstlich. Und möchtest du mal? Ein Bier, ja, gib mir mal. Probieren Sie diese Salate. Sie brauchen nie mehr in ein Thai-Restaurant zu gehen. Sie können sie jetzt bei sich zu Hause machen. Und dazu wünschen wir Ihnen guten Appetit. Ist doch ganz einfach. Unser nächster Thai-Salat ist ein sogenannter Yam. Und Yam heißt nicht etwa Salat, sondern heißt von allem etwas. Also Mischmasch, wenn man so will. Aber ja. Mischmasch wollen wir natürlich nicht. Das wird alles genau komponiert. Und zwar auch die Grundgeschmacksrichtungen. Süß und salzig, bitter und sauer und natürlich die Schärfe und das Umami. Also der Wohlgeschmack, was zum Beispiel in der Fischsoße drin ist. Und wir verwenden als Hauptzutat Plamuk, nämlich einen Kalmar. Das sind diese Tintenfische, die diese Tubenkörper haben.
Und diese Tentakel, die kann man ja Gott sei Dank auch bei uns problemlos kaufen, wenn nicht frisch, dann eben tiefgekühlt. Und das ist meistens auch in ganz ordentlicher Qualität. Die müssen nur geputzt werden, nämlich hier diese dünne Haut, die sie umgibt, die zieht man einfach ab. Und dann haben wir hier den Tentakel, die Tentakel und die Augen. Wir packen das mit dem, was im Körper ist, vorsichtig an und ziehen es aus dem Körper raus. Dabei entfernen wir auch dieses Rückgrat. Sieht aus wie aus Plastik, ist natürlich nicht keins. Und kneifen jetzt oberhalb der Augen die Tentakel ab. Und dabei bleibt auch dieses Maul. Im Herzen der Tentakel bleibt hier hängen. Das wird entfernt. Der Rest wird gewaschen und dann in fingerbreite Streifen geschnitten. Und in der Zwischenzeit kann ich mich um die Soße kümmern. Das ist die Soße, das ist die Grundsoße, die ist genauso geblieben. Hinzu kommen jetzt nur noch Kaffir-Zitronenblätter. Das ist aber nicht unbedingt nötig, bloß wenn Sie sie bekommen, dann ist es sehr schön. Die sind nämlich unglaublich duftig. Und das sind die Früchte dazu, die Kaffir-Zitrone. Und da reibe ich nur ein bisschen von der Schale ab, das geht schneller. Und das kommt hier zu den... Hier. Weil die müssen nämlich erst blanchiert werden. Das geht wirklich ruckzuck. Vorher schneide ich die Tentakel noch mal in 2 oder 3 Teile. Wenn sie so groß sind, machen wir ruhig 3 Teile. Riecht es nicht irrsinnig? Ja, das ist wunderbar. Also das ist was ganz Großartiges. Und davon verwendet man tatsächlich nur die Haut von der Schale. Nur das dunkelgrüne. Auch der Saft wird nicht genommen, die Thailänderinnen waschen sich damit die Haare. Und dann glänzen sie so schön. Das Wasser wird stark gesalzen, Meerwasser. Jetzt musst du mir mal ganz kurz eine Pause geben. Schau mal, ich rolle jetzt hier diese Blätter auf. Da habe ich den Mittelteil rausgerissen und jetzt wird es aufgerollt. Und wenn ich es aufgerollt habe, dann kann ich das in haarfeine Streifen schneiden. Das ist sehr wichtig, denn das Blatt ist sonst zu hart zu essen, es wäre nicht angenehm. Deswegen muss es ganz fein geschnitten werden. Ins kochende Wasser schmeißen und dann einmal nochmal zum Kochen bringen und schon durch ein Sieb wieder abgießen. Das war's. Also einfacher kann man es ja gar nicht haben. Wir machen jetzt 2 Teller, also 2 Portionen. Deswegen 2 Teller. Und die werden eben mit Salatblättern ausgelegt. Und ich habe auch noch etwas Chinakohl mit hinzugenommen. Frühlingszwiebeln, Chili, die Limettenschale, das Zitronenblatt. Kommt alles in diese Schüssel. Dann kommt ein bisschen Fischsoße dran. Und ruhig noch dazu von unserer fertigen Marinade, die nach dem gleichen Rezept gemacht wird wie unsere Salate, die wir vorher gezeigt haben. Und ich streue hier jetzt auch wieder Korianderblätter drüber und selbstverständlich auch wieder Thai-Basilikum. So, du bist hier fertig, ne? Ja, ja, dann kann ja. Ich das hier schon verteilen. Hier und hier. So. Und da kommt jetzt und auch hier ein bisschen wird auch drauf. Wieder, so wie wir es gerade gezeigt haben, kann man sich kleine Päckchen packen und das Ganze mit den Fingern essen. Wenn es sehr scharf ist, unbedingt ein bisschen Reis dazu, als Feuerwehr. Zufrieden? Dann bin ich froh. Herrlich. Wunderbares Essen. Unser nächster Salat braucht Glasnudeln. Und die müssen eingeweicht werden. Einfach mit kochendem Wasser übergießen in einer Schüssel, schön umrühren und nach wenigen Augenblicken ist es auch schon wieder fertig. Die Glasnudeln werden ja gar nicht glasig. Hast du mich ertappt? Das sind auch keine Glasnudeln, es sind Reisnudeln. Und ja, die sind aus Reisstärke, während die Glasnudeln aus Mungobohnenstärke sind und die werden dann ganz glasig. Und wir nennen das aber trotzdem Yam Wunsen. Und diese Glasnudeln sind ja immer sehr lang und deswegen werden sie einfach mit einer Schere in kurze Stücke geschnitten. Jetzt lassen wir das noch eine Weile hier ziehen. Das braucht ungefähr 5 Minuten, dann können wir sie einsetzen. Und in der Zwischenzeit bereiten wir die anderen Zutaten vor. Ich habe hier
Garnelen, die habe ich aufgetaut und die werden jetzt entlang dem Rückgrat, werden sie in zwei Hälften geschnitten. Und dann kann man gleich gucken, ob der Darm drin ist. Ne? Ja, ist schon weg. Also, gute Ware, die ist vorher ausgehungert, das ist ganz wichtig. Nee, die ist aufgeschlitzt und entdärmt. Ah ja, schau mal, das ist ja noch besser. Ja. Gute Ware heißt also mit diesem berühmten MSC-Label, also wirklich nachhaltig gezüchtete und nicht solche, die die ganzen Mangrovenwälder in Vietnam zerstören. Immer darauf aufpassen, was man kauft. Jetzt brauchen wir außerdem ein bisschen Schweinehack. Und beides wird mit Speisestärke und einem Tropfen Sesamöl. Ich mache aber erst das Fleisch und gehe dann in die Fische und macht es auch besser mit der Hand als mit einer Gabel. Einmal durchkneten. Und ich habe jetzt hier wieder die Zutaten. Wie vorhin, wie für diese Soße, habe ich hier reingegeben, aber noch keinen Koriander. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. In Asien, oder wenn man das in einem Asialaden kauft und das aus Thailand oder aus Asien kommt, dann hat der Koriander noch diese Würzelchen. Da kann man jetzt ein bisschen schaben, damit eventuell Erde und diese kleinen, feinen Wurzeln weggehen. Und die geben wir mit in diese Mischung. Diese haben nämlich einen ganz tollen Geschmack. Das wissen leider die Deutschen. Ja, ist leider kein Abfall, sondern ist eine wertvolle Würze. Jetzt brauchen wir den Wok, weil sowohl das Hackfleisch wie die Garnelen müssen natürlich gar werden. Und dafür brauchen wir ganz wenig Öl. Und wieder bitte einen Tropfen vom Sesamöl. Das Sesamöl aus gerösteter Sesamsaat ist ja kein Öl, was man zum Braten verwendet, sondern ein Würzöl. Das verleiht den typisch asiatischen Geschmack. Und das lassen wir jetzt heiß werden. Überziehen den Rand mit heißem Öl, damit das Fleisch darin nicht festbeckt. Und setzen diesen Fleischklumpen erstmal hier in die Mitte. Und jetzt gebe ich dazu fein gehackten Ingwer, bisschen gehackten Chili, Zitronengras, Knoblauch und Frühlingszwiebel. Einfach dazu oben drüber streuen und dann alles miteinander mischen. Dann kann man jetzt schon eine kleine Prise Salz dazugeben und eine Prise Zucker. Nehmen wir mal die gerundete Schaufel, dann kann ich da besser durchdrücken. Ja. Auch jetzt schon wieder, ne, die Chilis, wenn sie gebraten werden, belasten die Schleimhäute. Und wenn das Hackfleisch soweit ist, kommen die Garnelen hinzu. Auch hier gleich ein bisschen Salz und eine Prise Zucker dran geben. So, der karamellisiert jetzt auch hier in der Hitze und es gibt einen ganz tollen Geschmack. So. Und dann kommt Fischsoße dran. Jawohl. Und im Prinzip ist es ja jetzt fast schon fertig. Und sobald die Garnelen glasig sind, ist eigentlich alles passiert. Dann gießen wir die Glasnudeln ab, lassen sie nur kurz abtropfen und geben das hinzu, einfach hier in die Mitte. Und jetzt wird alles gemischt. Es kommt noch Limettensaft dran. Fertig. Toll. Und duftet schon wieder. Pass mal, es gibt noch einen Löffel von deiner wunderbaren Marinade dran. Also du meinst natürlich den Reisnudelsalat. Ja, du hast vollkommen recht. Es ist also, natürlich gehören eigentlich Glasnudeln rein, aber wenn sie jetzt nur Reisnudeln kriegen, ist das auch kein Malheur. So, jetzt gibst du mir einen schönen großzügigen Löffel oben drüber. Jawohl. Und wir machen aus, weil der Salat ist fertig und serviert und zwar wie? Diesmal etwas anders. Sie sehen ja nicht auf dem Salat, sondern neben dem Salat. So, eins, zwei und die Soße stellen wir dann nachher auch noch dazu. Und gegessen wird es wie gehabt. Man füllt sich eine kleine Portion in ein Salatblatt. Kann es noch mal nachwürzen mit dieser wunderbaren Soße, die extra dazu serviert wird. Und isst es entweder mit der Hand. Oder mit Stäbchen. Wunderbar. Und dazu trinkt man klares, kühles Wasser. Entweder mit oder ohne Eiswürfel.
Unser nächstes Rezept ist Yam Nya. Also alles wieder durcheinander plus Rindfleisch. Und zwar habe ich dafür ein sehr schönes Stück Rinderfilet gekauft. Und das wird jetzt in einer blanken Pfanne, nehmen Sie keine beschichtete Pfanne, und jetzt gleichmäßig rundherum von allen Seiten schön fest kräftig anbraten. Und hier kocht ein Wasser, da kommt jetzt ordentlich Salz rein, denn ich will Bohnen darin blanchieren. Und Bohnen brauchen einfach unglaublich viel Salz. So, ich kann in der Zwischenzeit die Pfefferwürze herstellen. Ich habe hier 3 Teelöffel grünen Pfeffer, und zwar den lyophilisierten, den gefriergetrockneten. Dann brauchen wir ein Messer mit einer stabilen, breiten Klinge. Und jetzt gehen wir hierher und drücken einfach die Pfefferkörner kaputt. Nicht im Mörser. Jetzt hast du zu viel zu dicht gelegt. Man muss immer dann ein kleines Stück. Gut, dass ich ihn habe. Ne? Und wenn sich das so freiwillig löst und alles rundherum schön kross angebraten ist, dann können wir es auch schon ausschalten. Lass uns noch einen Moment nachziehen und bereiten uns vor ein Stück Alufolie, das wir mit Klarsichtfolie zudecken. Die Bohnen sind jetzt fertig und die kommen jetzt in kaltes Wasser oder am besten sogar Eiswasser. Und stattdessen kommt jetzt in dasselbe Wasser 4 Tomaten oder Tomätchen. Und dann kommen sie auch ins Eiswasser, sollen sofort abkühlen, damit der Garprozess unterbrochen wird. Auf meinen Pfefferkörnern verstreue ich braunen Zucker und von einem Currypulver eine anständige Portion, also einen flachen Teelöffel ruhig, je nachdem wie scharf das ist. Jetzt nehme ich mein Rindfleisch und dann setze ich das hier drauf und paniere das sozusagen damit. Also ich drehe es einfach von allen Seiten in dieser Mischung rum. Zucker, Currypulver und zerdrückte Pfefferkörner. Und ich habe hier so eine kleine Gewürzgurke geschält, halbiert habe ich sie und jetzt wird sie einfach entkernt. Und dann schneide ich die Gurke in kleine Stückchen. Wo ist mein Messer? Ein bisschen Fischsoße verträufle ich jetzt drauf und ein bisschen Salz gebe ich auch noch dran. Dann wird das Fleisch eingewickelt. Ganz fest, so fest es geht. Ohne dass die Folie reißt. Und jetzt lege ich das beiseite. Und diese Tomätchen, die werden jetzt geschält. Nur die Haut geht ab und nichts vom Fruchtfleisch. Das ist wunderbar glatt und die Tomate wirkt noch viel roter als vorher. Auf die Salatblätter kommen jetzt die Gurkenstreifen, locker verteilt. Dann die grünen Bohnen, ebenso locker verteilt. Und am Ende das Fleisch. Das habe ich nämlich gestern schon vorbereitet, damit wir gleich weitermachen können. Und das wird jetzt auf der Aufschnittmaschine in dünne Scheiben geschnitten. So. Koriandergrün. Und ganz am Ende wird es überkleckert mit unserer wunderbaren Soße. Großzügig von der Soße überall drüber klecksen. Und zu trinken gibt es dann Apfelsaft. Für also dich. Ein fruchtiger Saft dazu ist nämlich wirklich sehr, sehr gut und erfrischend. Und für mich gibt es einen Wein. Und jetzt hole ich und schon sind wir wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Das ging das heute ruckzuck. Und wir sind sicher, dass Ihnen das schmeckt. Ja, ja, aber ganz gewiss. Wie Sie die Rezepte bekommen, das erfahren Sie wie immer. Auf der WDR-Textseite 386. Oder Sie gehen direkt auf unsere Homepage martinaundmoritz.wdr.de. Nächste Woche gehen wir wieder auf Reisen und dann geht's um die wunderbare bayerische Küche. Also bis dann. Tschüss.